begrüßen Sie jetzt das Digi-Ensemble Berlin mit ihrem innovativen Instrumentarium aus Smartphones und Tablets. Tag. Hallo. Hallo. So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Auf geht's nach München. Ungefähr 7-8 Stunden werden wir unterwegs sein. Komfortbus hier. Bei den Affen. Bei den Affen drin haben sie fürchterliche Angst. Oh, was ist das für Wetter? Ja. Also wir machen uns jetzt folgendermaßen, jetzt 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr ist Soundcheck, eigentlich unsere Hauptprobe. 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr ist Mittagspause und danach beginnt irgendwie gegen 14 Uhr der Durchlauf und dann sind wir so richtig nur ein einziges Mal dran. Okay, dann wollen wir mal loslegen, oder? Aber da haben wir erzähl doch mal, wie funktioniert das Ganze? Ich sehe da ein Pedal angesteckt irgendwie an das Tablett und klär mich doch mal kurz auf. Das ist ein Expression-Pedal, damit kann ich die Lautstärke verändern. Aha. Und das ist ein iPad. Genau. Damit kann ich Schlagzeug spielen. Mhm. Hey, mit dem iPad kann man noch kein Schlagzeug spielen. Oh Mann, alles, Uja, man kann alles. Ich habe einmal bei Thumbjam habe ich die Oboe und bei Sample Tank das Horn. Das heißt, die Oboe und das Cello sind beide mit Geosynth verbunden. Ja. Und du wechselst live, während du spielst, zwischen beiden hin und her, oder? Genau, ja. Oh, da war er wieder. Bei mir geht alles raus. Es kann sein, dass es ein Empfang lag, wenn wir jetzt mal nach draußen gelegt. Okay. Nee, ist noch gut. Noch gut? Das heißt, ja, da waren, wie machen wir es am Schluss? Ja, Hintergrundmusik interessiert. Oder Hintergrundfilme, meine ich. Es gibt einen einzigen Film. Man guckt
zuerst, wenn man im Publikum sitzt, geradeaus. Also man sieht zuerst die drei Leute, die mit Spannung da stehen, fertig sind und sagen, hier bin ich. Deswegen würde ich vorschlagen, weil er, Tim, braucht doch auch am längsten, ganz links hinzurennen, das Kabel hinzustellen, ganz rechts wieder hinzurennen, das sind doch Wege alles. Also sollten doch lieber die Leute, die ganz links stehen und ganz rechts stehen, ihre Sachen selber reinstecken. Dann macht Tim das für euch drei, die in der Mitte stehen, der Fokuspunkt, den die Zuschauer als erstes sehen und dann habt ihr es doch. Nee, das ist bescheuert. Okay, dann fang ich an. Okay, bitte lachen. Genau. So. Publikum gucken? Lächeln? Nicken. So, wir bauen. Da muss der hohe Ton natürlich mit. Ja, und keiner macht mit. Ja, ich hab's. Aber nur da, ne? Ich weiß nicht, wie sie es aus dem Kopf geht. Eigentlich die Aufteilung klingt ja so komisch indisch. Was? Dazu, für den hier, oder? Ja, okay. Mhm. Ja, wow. Also, gestern der erste Eindruck vom Auditorium ist sehr gut. Also, es gibt eine unheimliche Lichtanlage, also da kann man alles machen. Witzige Piktogramme irgendwie scheinen lassen, Moving Lights, ja, dann sind da irgendwie, was ich, 15 Spots, die da umherwandern auf der Bühne und uns auf die Tablets scheinen. Das Krasse ist, wenn dann so ein Moving Light mal so knallig über das iPad fährt, so dann ist mal kurz die Sicht weg. Zum Glück sind wir gut geprobt und deswegen ja, funktioniert das auch so. Der Ton funktioniert noch nicht perfekt, da müssen wir heute noch mal ran. Heute Vormittag machen wir eine extra Probe nur für den Ton. Ja, und dann sehe ich eigentlich dem Abend oder dieser lustigen Nachmittagsshow, werde ich gut entgegen. Als ich bei der ersten Probe war und sie gespielt hatte, dachte ich, ey, vergiss es, kriegst du niemals hin, weil es irgendwie so, es ist so weit weg von jeglichem echten Instrument, ja. Also, dachte ich, da hatte ich ein bisschen Bammel. Und dann habe ich da immer noch geübt, so eine Stunde oder so, und dann geht's eigentlich. Und das wirkt ja so auf den ersten Blick so, so unecht, finde ich, ne? So man denkt, naja, jetzt könnte auch einer dastehen und irgendwie einfach Play drücken und alle machen so ein bisschen. Damit es eben nicht unecht klingt, damit es musikalisch klingt, damit du die Dynamik oder was reinkriegst, musst du mit Pedal arbeiten oder mit diesen Bewegungssensoren. Das ist echt überhaupt nicht einfach. Also das habe ich lange jetzt geübt. Alleine. Vorsicht, wir sind jetzt. Sind hier. Hat jemand von euch eine Hand umzuwenden, was er mir geben kann? Nee, aber also hier sind ein paar Servietten, so ein paar Stoff. And we're going to be showing this to our 120,000 employees to show them, hopefully, you know, all be as innovative as this one. And my BMW Award Me System allows all users from all different demographics. Begrüßen Sie jetzt das Digi Ensemble Berlin mit ihrem innovativen Instrumentarium aus Smartphones und Tablets.
est toujours belle.